Er sagt zu mir, Anna, ganz ehrlich, du bist 25 und es ist echt süß, was du da machst und mit deinem Coaching und so. Aber du bist 25. So eine junge Deutsche, die mir als Schweizer, der schon seit Jahren erfolgreich in der Branche ist, jetzt beibringen will, wie ich Business machen soll? Willst du nicht erstmal was Richtiges machen? Auch so ein Unternehmen aufbauen? Greater. It's in you. Alles im Leben ist Energie. Und wir sind die ganze Zeit in den verschiedensten energetischsten Frequenzen unterwegs. Und das haben wir gestern alle schon mal gehört von Tony Robbins. Und ich glaube, jetzt haben wir es auch alle so langsam tiefer in uns integriert. Und ich frage euch trotzdem, wenn wir dieses Wissen alle haben, warum sind wir da nicht längst alle Multimillionäre und glücklich und erfolgreich und frei? Und ich habe euch heute das eine mitgebracht. Das eine, was dir genau dabei hilft, in dieses Gefühl zu kommen und in diese Energiefrequenz zu kommen. Und bevor ich euch das sage, muss ich mich euch wahrscheinlich ganz kurz vorstellen, weil ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen mich nicht wirklich. Damit der innere Kritiker, der so rechts bei vielen auf der Schulter sitzt und sich denkt so, Anna, Sisterhood, sind es die mit den Kaugummis, die hier 2 Tage rumgelaufen sind? Ja. Heute darf ich mich vorstellen als Anna, als Multimillionenunternehmerin, als Buchautorin, Speakerin und Business-Mentorin für Frauen. Und als ich mich vorbereitet habe auf diesen Speech, habe ich mir überlegt, okay, ich meine, ihr habt jetzt x hunderte Speaker gehört. Was ist denn das eine, was mich damals zur jüngsten und erfolgreichsten Unternehmerin in meiner Branche gemacht hat? Was ist das eine, was mich im ersten Jahr direkt die Millionen hat crashen lassen? Was ist das eine, was ich meinen Kundinnen als wichtigsten Skill mitgebe, um wirklich erfolgreich zu werden? Und ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen, die so noch nicht viele von mir wissen und die alles erklärt. Es ist der 30. Juni 2015. Ich bin 25 und gerade mal seit 2 Monaten selbstständig. Ich habe so ein Coaching-Business gestartet und ich war super stolz. Ich bin mit meinem Mitarbeiter, also ich hatte nur einen, aber ich bin mit meinem Mitarbeiter durch die Schweiz gefahren und wir haben Fitnessstudios gecoacht im Bereich Verkauf und Leadership, verbunden mit Spiritualität. Heute würde jeder sagen, ja geil, früher, naja. Und in jedem Journal und in jeder Meditation habe ich dieses eine Bild vor mir gesehen. Tausenden Menschen dabei zu helfen, wirklich erfolgreich zu werden mit dem, was sie tun. Dann gab es diesen einen Tag. Und diesen einen Satz. So ganz nebenbei, so ganz am Rande. Ich hatte einen Termin bei einem potenziellen Kunden und der wäre der Durchbruch gewesen für uns. Und ich habe mich unglaublich vorbereitet. Also ich war super nervös. Ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich vorbereitet war. Ich habe alles zusammengenommen, was ich hatte, bin 2 Stunden dahin gefahren, saß dort in seinem Büro, was ehrlich gesagt mehr so einem Lager glich als einem Büro zwischen Shake-Dosen und Handtüchern. Aber ich saß dort mit 50 PowerPoint-Seiten ausgedruckt auf meinem Schoß. So dran festgehalten, wie ich mich jetzt gerade an dem Pointer festhalte. So. Nach 20 Minuten Verspätung kommt er rein. Ich schon so, okay, alles klar, jetzt geht's los. Er wieder raus. Okay. 10 Minuten später kommt er wieder rein. Ich wieder Luft geholt. So, wollte anfangen. Er wieder raus, das Spiel haben wir so 2-3 Mal gemacht. Beim 3. Mal bleibt er in der Tür stehen und sagt eine Sache zu mir. Er sagt zu mir, Anna, ganz ehrlich, du bist 25 und es ist echt süß, was du da machst so mit deinem Coaching und so. Aber du bist 25. So eine junge Deutsche, die mir als Schweizer, der schon seit Jahren erfolgreich in der Branche ist, jetzt beibringen will, wie ich Business machen soll? Willst du nicht erstmal was Richtiges machen? Auch so ein Unternehmen aufbauen? Bam, der saß. Ich bin nach Hause gefahren und habe mir gedacht, okay, fuck. Er hat recht. So, ich meine, ich bin 25 und ich bin seit 5 Jahren Geschäftsführerin gewesen in einem Studio, aber eigentlich habe ich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und wenn ich jetzt komme mit spiritueller Anbindung und Channeling, dann halten die mich alle für ein bisschen gaga. Vielleicht hat er recht, ich sollte vielleicht echt erstmal so was Eigenes machen. Ich mache ein Fitnessstudio auf. Der Rest ist Geschichte. Ich habe in den letzten 7 Jahren eine der erfolgreichsten Gesundheitsclub-Ketten in der Schweiz aufgebaut. Mit einem Team von 50 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von mehr als 4 Millionen. Erfolgreich, smart.
Kowalski. Erfolgreich, smart, selbstbewusst. Ich bin zur Unternehmerin geworden durch und durch. Und ich hatte aber eine Sache nicht mehr. Erfolgreich war ich, ja, mit Krampf. Aber erfüllt? Nein. Und obwohl ich damals schon sehr spirituell war, wusste ich eigentlich nicht genau, was es war, was fehlte. Ich wusste einfach, irgendwas stimmt nicht. Und meine Seele, und vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, meine Seele hat mich eigentlich jeden Tag angeschrien. Das hier ist nicht dein Weg. Wer von euch kennt das, dass er immer wieder dasteht und sagt, das ist nicht mein Weg? Und genau so ging es mir. Und dann kam der Tag, der hat alles verändert. Am 1. Mai 2022, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht heule, um 17.05 Uhr nach 12 Stunden Workout hielt ich was in meinen Armen. Ihr könnt ihn sehen. Und habe auf einmal ein Gefühl wahrgenommen. Ich hielt was in meinen Armen. Ich habe in zwei braunblaue, wunderschöne, große Augen geschaut. Und ich war auf einmal Mama. Und ja, das kennt wahrscheinlich auch die ein oder anderen von euch. Und meine Seele wurde ganz, ganz leise. Und ich erlebte etwas. Ich erlebte das spirituellste Gefühl, was es gibt. Urvertrauen. Mein Sohn lag in meinem Arm, er heißt Emilio, mein Sohn lag in meinem Arm und hat mich angeschaut. Und wer von euch Mama ist, kennt das. Er hat mich angeschaut mit seinen Augen und ich habe einfach bedingungsloses Vertrauen gesehen in mich. Und auf einmal habe ich es verstanden. Wenn du etwas als Traum deklarierst, wenn du es nicht zu deiner unverhandelbaren Realität machst und wenn das Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten fehlt, dann gehst du die ganze Zeit, Tag für Tag, den Weg eines anderen. Und auf einmal wusste ich sehr genau, was ich zu tun hatte. Für meine Seele, für die Welt und ja, auch ein bisschen für meinen Sohn. Und ich machte etwas, was mir die Presse, meine Geschäftspartner und auch viele in meinem Umfeld als Wahnsinn deklarierten. Ich ließ ein neu begonnenes 3,5 Millionen Projekt voll gegen die Wand fahren. Ich habe eine bewusste Insolvenz angezettelt. Ich habe einen CEO eingestellt für meine anderen Unternehmen und bin aus meinem Geschäft gegangen, auch finanziell, weil dann müssen wir uns manchmal komplett trennen. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Und 2 Monate später ging die Sisterhood Academy an ihren Start. Und ja, wir hatten überhaupt keinen Plan und keine Idee, ob das funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, endlich wieder mit dem Leben Hand in Hand zu arbeiten. Und ich kann euch sagen, heute bin ich erfolgreicher denn je, aber vor allem, und das ist es das, worum es geht, ich laufe mit meiner Seele neben mir auf einer Straße gemeinsam. Und ich kann euch sagen, es gibt kein geileres Gefühl als das. Was Wahnsinn, alles zu riskieren. Wer von euch ist hier Unternehmer? Wer hat ein Business? Unternehmer und selbstständig, völlig wurscht. Also ihr kennt das, ihr habt euer Baby, das war mein Baby. War es Wahnsinn, das zu riskieren? Ja, vielleicht. Und hat die Seele von meinem Sohn mich in dem Moment so wachgerufen und ich habe gedacht, okay, fuck, was mache ich hier? Wahrscheinlich. Aber es geht heute ja nicht um mich, es geht um euch. Und ich würde euch gerne etwas erklären. Und ihr kennt das vielleicht, das ist die Higher Self Skala. Und wenn wir uns das Thema Erfolg und Geld mal auf dieser Skala anschauen, dann frage ich dich jetzt einfach mal, wenn du an dein Ziel, an deinen Traum oder auch an deinen Kontostand denkst, in welchem Gefühl befindest du dich hier? Bist du unten? Hast du Angst davor, es wieder zu verlieren? Angst davor, es niemals zu schaffen, nicht dorthin zu kommen? Bist du zu stolz, und das ist wichtig, bist du zu stolz, um zuzugeben, dass du noch nicht dort bist, wo du eigentlich gerne wärst und tust die ganze Zeit, als wärst du jemand, obwohl du es noch nicht bist?
Das ist ebenfalls eine niederschwingende Frequenz. Oder bist du oben in Freude und in Frieden, in Liebe unterwegs? Und wenn wir das Ganze aufs Business übertragen, ist es genau so. Und das Selbstvertrauen in dich ist der Treibstoff, den du brauchst, um dich in diesen Frequenzen hoch und runter, beziehungsweise eigentlich eher hoch, zu bewegen. Also ich frage dich mal, ist es so, dass wenn du an dein Ziel denkst, an deinen Traum denkst, dass du sagst, yes, ich glaube da dran. Was haben wir vorher gesagt? Was war nochmal so das, was am Anfang der Deal war? Yes. Okay, nein. Es geht um euer Ziel, es geht um eure Vision, um euren Traum. Ist es so, dass wenn du sagst, ich stelle mir jetzt bildhaft vor, stellt euch mal bitte bildhaft vor, geht mal jetzt in euer Ziel. Ganz kurz. Visualisiert euch mal euer Ziel. Und jetzt sagt mir noch mal ganz kurz. Ist es so, dass wenn du daran denkst, dass du sagst, oh mein Gott, es ist unabdingbar, dass ich dorthin komme, Herr? Yes! Jawohl! Genau. Wenn du an dein Ziel denkst und es unverhandelbar ist, dann frage ich dich noch was. Wurde dieses Wochenende dein Vertrauen, dieser Samen in dich gesetzt, in die Basis gesetzt, um daraus was zu kreieren? Und hast du irgendwie das Gefühl, dass du heute hier rauslaufen wirst und sagen wirst, keine Ahnung, was hier los ist, aber irgendwie vertraue ich mir ein bisschen mehr. Yes! Wir müssen so ein bisschen studieren. Ich habe nur 18 Minuten, aber wir können es zusammen studieren. Okay, wir machen das am Ende richtig geil. Okay, und es ist wirklich so, und es reden immer viele davon, dass sie sagen, yes, geil, chaka, bam, ich bin voll ready. Und dann laufen sie da raus. Ich habe damals das Vertrauen in mich nicht gehabt. Und ich war selbstbewusst. Ich wusste, was ich will. Und ich hatte das Vertrauen nicht. Mich hat ein Satz komplett aus der Bahn geschmissen. Ein Satz von irgendeinem Heini. Komplett aus der Bahn geschmissen. Ja, ich habe 7 Jahre Erfahrung gesammelt und es ist geil. Keine Frage. Also ich bin super happy, dass es passiert ist. Aber ich habe verstanden, dass es das war, was gefehlt hat. Und das ist genau das, was wir brauchen. Dieses Vertrauen, dieses tiefe Knowing, dieses Wissen, dass wir sagen, es ist nicht die Frage, ob wir das erreichen. Und es ist mir egal, was mir auf dem Weg passiert. Ich handle es. Okay. Ich glaube, ich habe Wasser bekommen. Egal. Okay. Also nochmal die drei Fragen. Kennst du dein Ziel und weißt, dass du dafür losgehst? Yes! Ist es für dich unverhandelbar und du sagst, es mir scheißegal, wer über meinen Weg läuft, ich gehe meinen Weg? Yes! Sehr geil. Und hast du das Vertrauen in dich? Sagst du, ich weiß es, ich weiß, dass ich die oder derjenige sein werde, der das kreiert? Yes! Okay. Dann machen wir jetzt gemeinsam etwas, um das Ganze noch mit ein bisschen mehr Energie aufzuladen. Du darfst einmal deine Augen schließen. Jetzt schauen wir mal, wie sehr du mir vertraust. Einmal deine Augen schließen. Atme einmal tief ein, tief aus. Und jetzt geh mal in dieses Bild. Seh mal dieses Bild von deinem Ziel genau vor deinem inneren Auge. Was siehst du? Was fühlst du? Wer ist vielleicht bei dir? Was riechst du? Und wo nimmst du das Gefühl wahr? Du kannst gerne deine Hand mal dort auflegen, wo du das Gefühl wahrnimmst. Und dann dreh dieses Gefühl mal ein bisschen lauter. Mach's mal ein bisschen stärker. Weil ganz ehrlich, Leute, das ist das, worum es geht. Dieses Gefühl, dieses Momentum, was wir kreieren. Nimm dieses Gefühl in dich auf. Dreh es ein bisschen stärker, dreh es ein bisschen lauter. Und für alle, die sagen, ich gebe mir das Versprechen und ich bin bereit, bitte ich dich, einmal aufzustehen. Du darfst deine Augen gerne geschlossen halten, bleib bei dir. Du machst das nicht für mich, du machst das jetzt für dich. Und Visualisierung beginnt bei dir. Also geh in dieses Gefühl, geh in dein Gefühl, wo du es dir kreiert hast, geh genau dort rein. Und nimm es einfach mal auf.
Und du bist jetzt gerade für dich aufgestanden. Und ich möchte, dass du dir jetzt etwas versprichst. Dass du dir selber versprichst, dass egal, was später, morgen oder in den nächsten Wochen passieren wird, du weitergehen wirst. Ich möchte, dass du dir selber versprichst, dass du es dir wert bist. Und ich möchte, dass du mit dieser Liebe und dieser Wertschätzung und diesem Vertrauen, wo du in all die Speaker gesetzt hast, die du gesehen hast, jetzt in dich rausgehst. Weil das ist das, wofür du es machst. Du machst es nicht für mich und du machst es auch nicht für irgendeinen Speaker hier. Wir geben dir die Inputs, aber alles, was du umsetzt, machst du für dich. Du kreierst dieses Gefühl und du kreierst dein Ergebnis. Leute, ich hätte gerne, dass ihr beide, wenn ihr sagt, ich bin ready, nehmt mal bitte beide Hände in die Luft, ballt eure Hände zu Fäusten und jetzt nehmt mal diese Energie auf. Nehmt mal die Energie in euch auf für euch. Auch jetzt, ihr macht das nicht. Wenn euer Kopf jetzt denkt, was soll der Scheiß, dann nehmt sie erst recht hoch. Pack mal deine ganze Energie in dich. Und jetzt spür dich mal dort. Weil Leute, ganz ehrlich, scheiß mal auf alles. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Wenn wir hier auf diese Welt kommen, haben wir keine Kleidung, kein Geld, kein Status, kein Erfolg. Aber wir haben eine Sache. Selbstvertrauen. Und ich habe es in Emilios Augen gesehen. Jeder von uns hat das. Und dann werden wir älter. Und am Anfang unseres Lebens wird uns dieses Vertrauen genommen. Und ja, manchmal von Menschen, die uns lieben, weil sie uns beschützen wollen. Und manchmal auch von Menschen, die uns sabotieren wollen. Die sagen, okay, das gefällt mir nicht und ich halte dich jetzt kleiner. Aber irgendwann erkennen wir alle, dass dieser Weg zwischen mit nichts kommen und mit nichts gehen, ein Weg ist voller Erlebtem, voller Gefühle, voller Emotionen. Und dass du die einzige Person bist, die entscheiden kann, dass sie sagt, ich gehe für mich los. Und die Dinge, die du bereust, sind die Dinge, die du nicht gemacht hast, das weißt du. Und die sind die Tage, wo du gesagt hast, okay, ich lasse mich einschüchtern. Und ich sehe bei vielen, dass die Energie nachlässt. Deswegen frage ich euch, das ist einer der letzten Speeches. Es ist der letzte Tag. Nehmt mal alle Energie rein, die ihr habt. Lass sie mal einmal komplett durch dich durchfließen. Also für wen? Für fucking nochmal. Wen macht ihr diese Reise? Für euch! Yes! Ihr macht das für euch! Und für wen geht ihr diesen Weg? Jeden Tag für euch! Wer von euch ist ready dafür? Und wer von euch sagt, ist mir scheißegal, wer irgendwas über mich sagt, wer mich irgendwie versucht klein zu halten, ich gehe ab heute los! Yes! Danke, danke, Leute.